Heyo Leute und willkommen zu einem neuen Overwatch-Video. Tja, und gestern sind ja die Sommerspiele in Overwatch gestartet und dementsprechend gibt es tatsächlich den allerersten Brawl, der so quasi rein gar nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Ich meine, man spielt zwar in Lucio Brawl, so heißt das Ganze nämlich, zwar Lucio, wie der Name schon sagt, aber ansonsten war es das auch schon. Man nutzt zwar seine Fähigkeiten, aber so richtig mit dem eigentlichen Spiel und dem Shooter, der Overwatch hier eigentlich ist, hat das nichts zu tun, sondern es ist eigentlich, ja, relativ offensichtlich, welches Spiel hier kopiert wurde, nämlich Rocket League. Und es sieht 1:1 so aus und funktioniert auch recht ähnlich. Das muss man ja nun mal erwähnen an der Stelle. Aber wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt habe ich es gerade schon gesagt, jeder muss Lucio spielen und man spielt 3 gegen 3 4 Minuten lang. Und das Team, das die meisten Tore macht, das gewinnt tatsächlich auch. Dafür hat Lucio natürlich seine Schallwelle als Fähigkeit, sorry Leute. Außerdem wurde sein linker Angriff, also der auf der linken Maustaste normalerweise liegt, der Schuss, wurde ersetzt gegen den normalen Angriffsschlag, damit man den Ball damit weghauen kann. Dann kann man noch seine Ulti einsetzen, das seht ihr später in dem Gameplay nochmal. Die zieht den Ball, egal wo er gerade ist, in die Richtung des Spielers, der die Ulti ausführt. Und es gibt diese gelben Jump Pads. Ihr habt es jetzt ab und an schon gesehen, wenn man auf die springt, dann springt man ganz hoch in die Luft. Und zwar mache ich das bestimmt gleich mal, um euch das zu demonstrieren. Da springt man hoch in die Luft. Und dann die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit als letztes ist tatsächlich noch der Wandlauf an der Seite. Damit kommt man extrem schnell auf die andere Seite und kann auch relativ hoch von der Wand abspringen dadurch. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr geiler Spielmodus. Ich hatte eine Menge Spaß gestern und man kann hier wirklich taktisch agieren, gerade wenn man mit Freunden spielt. Aber man muss sich erstmal dran gewöhnen tatsächlich, denn man hat zwar auch den Speedboost von Lucio, aber der ist hier ein bisschen besonders, denn er gilt tatsächlich nur für den eigenen Spieler, also nicht für andere. Und dementsprechend muss man den immer genau timen, damit man jetzt nicht irgendwie recht langsam unterwegs ist, denn es kommt einem oft so vor, als ob man ziemlich langsam unterwegs ist, obwohl man mit Lucio umherrennt. Und ich finde, wie gesagt, ein sehr, sehr geiler Spielmodus und es ist ja wirklich der erste Brawl, der komplett anders ist. Aber sehr gelungen, selbst wenn es natürlich eine kleine Kopie ist. Und das war natürlich ein ziemlich cooles Tor. Deswegen habe ich auch das Gameplay ausgewählt, weil das bisher, ich glaube, mein coolstes Tor war. Ich hatte zwar so ein, zwei Kombinationstore schon, aber das Wandlaufen mit dem Tor zusammen war richtig, richtig nice. Was gibt's sonst noch zu sagen? Also, XP bekommt ihr natürlich in dem Modus trotzdem und erstaunlicherweise sogar recht viel. Prinzipiell bekommt man nämlich immer mindestens 1200 für ein Match und da ein Match 4 Minuten geht, ist das doch teilweise sehr, sehr effektiv und man kann relativ schnell leveln. Gefühlt auch schneller als teilweise in Matches, die ja nun mal öfter auch ein bisschen länger gehen. Da habt ihr schon gesehen, dass der Ball auch in die Richtung geht, wenn ich halt die Ulti ausführe. Und das sehen wir aber gleich nochmal ein bisschen besser. Und zwar jetzt. Denn da hat der Random, den wir im Team hatten, ein Tor gemacht und hat genau diese Fähigkeit eben dazu verwendet, dass der Ball ins Tor gezogen wird. Hier seht ihr es schön, da springt er hoch, zieht ihn rein und boots Tor. Ja, so kann man da ganz schön taktisch agieren teilweise. Man kann sich den Ball ja auch zupassen mit dem Schlag. Man kann halt auch sagen, okay, ich ziehe den Ball in die Mitte zurück mit der Ulti und schieße ihn dann von da rein, weil die Gegner dann verwirrt sind, weil sie ihn woanders erwartet hätten. Und da sind echt, echt nice Sachen drin, die man ausprobieren kann, die man durchtesten kann und die man auch kombinieren kann vor allem. Ich hatte manchmal ein bisschen das Problem, dass der Ball bei der Schallwelle irgendwie nicht richtig getroffen wurde und dann einfach vor mir lag. Aber letztendlich ist es halt ein ziemlich nicer Spielmodus, der auch wirklich, wirklich Spaß macht. Was ich mich allerdings frage, ob das tatsächlich der einzige Spielmodus bleibt, den wir bekommen. Ah, da rollt der Ball natürlich bei uns rein, so ein Pech. Oder ob da auch noch andere kommen, denn letztendlich sind ja die Sommerspiele nicht nur Fußball. Andererseits ist das ein Modus beispielsweise, den sie auch gut natürlich für eine EM oder WM später mal verwenden können, wenn sie das wollen. Ich denke, WM wäre passender. EM wäre ja nur regional. Und dementsprechend kann man das halt gut wiederverwerten. Und ich wüsste nicht, was sie jetzt noch für Modi vielleicht reinbringen wollen würden. Wobei, wenn man von den legendären Skins ausgeht, dann müsste es ja theoretisch noch irgendwas mit Gewichtheben geben und irgendwas mit Laufen von Tracer, was vielleicht auch ganz witzig wäre, wer weiß.
Aber ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob Blizzard da vielleicht noch den einen oder anderen Modi vielleicht in der Rückhand hat, den sie dann einführen wollen. Denn die Sommerspiele gehen ja jetzt 20 Tage lang in Overwatch bis zum 22. glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war der 22. Und ja, theoretisch hätten sie da ja 2 Wochen noch Zeit, wirklich verschiedene Modi noch einzuführen. Und das Ganze bringt ja auch die neuen Summer Lootboxen mit sich. Und ich bin echt gespannt, welche Items ich bekommen werde. Und wir werden auf jeden Fall nochmal in einem anderen Video extra darüber sprechen, denn zu den Sommer-Lootboxen gibt es tatsächlich einiges zu sagen. Hier seht ihr jetzt nochmal das Highlight des Spiels aus meiner Sicht. Natürlich war das dieses geile Tor, wobei das auch sehr random ist, was das Highlight wird. Und hier gehe ich hoch an die Wand, da kommt er zurück und Boots und Tor! Yes! Ja, das war's auch schon für dieses Overwatch-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute! Ciao!